105 Tonnen Elfenbein aus den Stoßzähnen von 8000 Elefanten. Geschätzter Schwarzmarktwert, umgerechnet mehr als 90 Millionen Euro. Diese Menge an beschlagnahmtem Elfenbein soll in der kenianischen Hauptstadt Nairobi jetzt verbrannt werden. Die Aktion soll Aufmerksamkeit auf die Bedrohung der Elefanten ziehen und Wilderer und mögliche Käufer abschrecken. Es ist wichtig, weil Kenia damit demonstriert, dass Elfenbein oder Rhinozeroshorn nur einen Wert hat, wenn ein Elefant oder ein Nashorn es trägt. Es hat keinen anderen Wert. In Afrika werden jedes Jahr 30.000 Elefanten für ihre Stoßzähne getötet. Elfenbeinhandel ist seit 1989 illegal, aber in China zum Beispiel wird ein Kilo immer noch für umgerechnet etwa 900 Euro verkauft. Wir sagen damit auf sehr dramatische Weise den Konsumländern, dass solange Elfenbein noch gekauft wird, das Töten auch weitergeht. Der Wert eines lebenden Elefanten für die Tourismusindustrie wird indes auf umgerechnet 1,4 Millionen Euro geschätzt. Kenia ist ein Land, das vom Tourismus lebt. Die Elefanten sind ein Reichtum, den es unbedingt zu beschützen gilt.